Amen. Wie spricht man Ihren Nachnamen aus? Hayek. Selma Hayek. Wow, Ihr Name ist so schön wie Ihr Busen. Hey. Hey. Was ist das? Wir haben eine Wohnung. Voll möbliert. Bezugsfertig. Jake, ich habe das meiste von dir im Koffer. Sieh mal nach, ob noch was fehlt. Onkel Charlie? Hör auf deinen Vater. Aber du hast gesagt... Ich sagte, hör auf deinen Vater. Mich kann man ja rumstoßen. Und, wohin geht's? Ins Valley. Ein Anwesen im spanischen Stil. Der Komplex heißt Valley Hacienda. Freut mich. Drei Zimmer, Pool, Jacuzzi, Ruheraum. Klingt gut. Ist es. Und wir gehen. Ja, das sehe ich. Ich find's besser so. Ich hab endlich einen Platz ganz allein für mich und du kannst wieder das egoistische, oberflächliche Leben führen, das du so gern hast. Ich freue mich drauf. Okay. Schätze, bin soweit. Na, dann können wir ja fahren. Braucht ihr Hilfe? Brauchen wir nicht. Also dann, Valley Hacienda, wir kommen. Jack, verabschiede dich von Onkel Charlie. Mach's gut, Onkel Charlie. Mach's gut. Jake, geh ins Auto. Hör auf deinen Vater. Ich glaube, hier rafft niemand mehr irgendwas. Also, danke für die Gastfreundschaft. Tut mir leid, dass wir dir auf die Nerven fallen. Alan. Ich will hier nicht weggehen. Bitte zwing mich nicht. Ich find's hier so schön und wunderschön. Ich dachte, du hättest eine schöne Wohnung. Es war ein Bluff. Sie ist schrecklich. Sie sind alle schrecklich. Soll ich dir den Hintern küssen? Das mache ich wirklich. Dreh dich um. Komm, komm, komm. Alan, lass das. Hör auf. Ich mein's ernst. Du bist der Boss. Viel lieber bin ich ein Mensch zweiter Klasse hier im Paradies, als der König einer urinversifften Feuerfalle am Burbank Airport. Alan, Alan, beruhige dich. Beruhige dich. Wenn du bleiben willst, kannst du bleiben. Danke, 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 danke. Oh, Charlie, du hast keine Ahnung, wie schlimm es dort war. Ich könnte niemals eine Frau dahin mitnehmen. Dort würde ich mich höchstens an Sex erinnert fühlen, wenn mich eine Ratte belästigt. Jetzt reiß dich mal wieder am Riemen. Hol erst mal Jake rein, dann essen wir zu Abend. Okay. Und vielen Dank. Gern geschehen. Hey, hey, Charlie. Was? Kurz bevor ich vor dir auf die Knie fiel, hast du da was sagen wollen? Glaube nicht. Bevor ich anfing zu weinen, wolltest du sagen, bleib doch hier. Nein, wollte ich nicht. Okay, du kannst mir nichts vormachen. Ich würde dir nämlich fehlen. Egal, was du auch gesagt hast, wir sind Brüder. Uns verbindet ein Band, das mehr bedeutet als alles...